So, hallo und herzlich willkommen zum nächsten Corona-Video, von dem es ja eigentlich nur eins hätte geben sollen, also der dritte Teil der zweibändigen Trilogie. Ich mache ein drittes Video, weil es tatsächlich aus meiner Sicht sehr berichtenswerte Neuigkeiten gibt und ich werde jetzt nicht wieder die gleiche Sache erzählen und habe hier doch mal ein paar ganz interessante Links für die, die sich selbst informieren wollen und für die, die gerne nach anderen, ja, Informationen suchen als die, die sie jeden Tag im Fernsehen gezeigt kriegen. Diese Schreckensbilder, die aus jedem Krankenhaus zu jeder Zeit stammen könnten, und die hier ein verzweifeltes Bild auf die Menschen projizieren soll, damit die Menschen Angst haben und Angst bekommen. Und das gelingt auch in vielen Teilen. Die aktuellen Daten sehen etwas anders aus. Unsere Sterberate ist weiterhin stabil. Hier muss ich sogar einschränkend sagen, es handelt sich hierbei um die John Hopkins Daten. Ich habe heute eine andere Quelle bekommen von denen, die mir da draußen helfen, diese Videos zu produzieren. Vielen Dank. Ich freue mich über jeden Link, ich freue mich über jeden Artikel, ich freue mich über jede Sache, die fundiert ist. Bitte keine Sachen aus der Laienpresse, bitte keine Sachen von irgendwelchen Weltuntergangstheoretikern. Bin ich nämlich nicht. Ich bin ziemlich realistisch und ich lebe sehr gerne und mir macht das sehr viel Spaß zu arbeiten. Und deshalb ist das für mich im Moment gerade auch sehr belastend. Corona, aktuell 22.364 bestätigte Fälle. Krankenhausfälle sind nicht angegeben. 84 Tote, 239 Gesunde. Das sind die Zahlen, die ich heute Morgen, später Vormittag, bei der John Hopkins gefunden habe. Hier habe ich die Grippezahlen, die letzte Veröffentlichung des Robert-Koch-Instituts mit 165.036 Krankheitsfällen, wovon 23.646, 14% ins Krankenhaus mussten. 265 Todesfälle wurden in diesem Zusammenhang berichtet. Das ist übrigens die Stelle, wo ich diese Daten her habe. Das heißt, es handelt sich hier um den Influenza-Wochenbericht. Und Sie sehen, es ist die aktuelle Ausgabe. Die Grippewelle hat nach dieser Rechnung ziemlich genau mit der Corona-Welle begonnen in der zweiten Kalenderwoche 2020. Und kann jeder nachlesen. Interessant ist hier auch, dass hier mal angefangen wird, bei den Influenza-Fällen parallel auch noch nach Corona zu suchen, wobei natürlich nicht klar sein wird, was hier zuerst da ist, das Ei oder die Henne. Aktuell bei diesen Zahlen dieser Sentinel-Probe 0,5%. Diese Proben kommen ja auch immer wieder in die Diskussion, dazu kommt gleich noch ein bisschen mehr. Aber hier ein kleiner, auch sehr interessante Geschichte, die mich heute Morgen erreicht hat. Der Hintergrund der Geschichte ist, vor etwa 10 Tagen ist ein junger Mann mit starkem Fieber erkrankt. Er war vorher mit seinen Freunden in einer Skigruppe in Ischgl und dort waren bereits andere Kollegen, die sich angesteckt haben. Seine Freundin wiederum war bei einer anderen Familie zu Besuch, hatte zu dem Zeitpunkt keine Symptome. Nachdem dieser Patient starkes Fieber gekriegt hat, hat er sich hilfesuchend auch an das Gesundheitsamt gewandt und es wurde ihm gesagt, er hat ja wohl Symptome, dann wird es wohl so sein, er soll jetzt 14 Tage zu Hause bleiben und danach kann er wieder arbeiten gehen. Es wurde ihm ein Test verweigert. Er hätte auch jede andere Erkrankung haben können. Nun, er hatte einen Coronavirus, er hat sich nämlich dann selbst so lange rumtelefoniert, bis ihn endlich ein Krankenhaus einen Test gemacht hat. Ist dann wieder nach Hause gegangen, war nach 2 Tagen wieder gesund. Seine Freundin, die vorher symptomfrei war, hat sich kurz danach angesteckt, geht es auch wieder gut, hat auch 2 Tage starkes Fieber gehabt, ging ihr dann aber wieder prima. Die hatte Kontakt zu einer größeren Familie, hat diese Daten auch dem Gesundheitsamt gemeldet, vor 10 Tagen etwa. Und heute kriegt diese Familie Post, und zwar eine E-Mail, und kriegt auch gesagt, dass sie dann bitte doch jetzt Quarantäne einhalten sollen und dass sie auch diese Mail für die Dauer der Quarantäne aufhalten sollen, aber die Mail nicht an Dritte weiterleiten sollen. Und ich habe deswegen natürlich auch aus den entsprechenden Gründen alle Sachen, die einen Rückschluss auf den Patienten erlauben, herausgeschnitten. 10 Tage
wurde hier versäumt, eine Familie, die direkten Kontakt mit einem potenziellen Patienten hatte, zu informieren. Und das ist faszinierend. Das ist noch viel faszinierender. Dieser Mann ist Professor Sucharit Bhakdi. Er war der Ordinarius für Mikrobiologie in der Universitätsklinik in Mainz und ist ein international anerkannter Experte für Bakterien, Viren und Seuchen. Dieser Mann hat ein sehr schönes Video gemacht, was sich jeder bitte anschauen sollte, weil das Video ist wichtig. Er geht auch auf die häufigsten Fragen ein. Warum sterben in Italien mehr Leute? Warum sind in China mehr Leute gestorben? Wo ist das Problem? Ist es gerechtfertigt, diese Maßnahmen, die aktuell gemacht werden, aufrechtzuerhalten und. Also hier gibt es eine ganze Menge Fragen, die dieser Mann sehr kompetent beantwortet und niemand wird behaupten, dass es sich hierbei nicht um einen tatsächlich ausgesuchten Experten handelt. Und wenn Sie heute in die Medline gehen und suchen, finden Sie auch interessante Geschichten, nämlich hier ist eine neue Publikation in einer anerkannten Zeitschrift, können Sie über PubMed darauf zugreifen, sich diese Sache selbst durchlesen. Das Ganze ist eingereicht worden am 5. März, also ziemlich aktuell. Und hier geht man davon aus, dass möglicherweise bei 47% der positiv Getesteten eine falsch positive Reaktion ist. Das ist eine erschreckend hohe Zahl. Auch diese Grafik habe ich gefunden und finde sie ebenfalls interessant, weil auch der Anstieg der Pneumonietoten, Death from Pneumonia by Age in Italy, also altersgemäße bzw. nach Alter sortierte Anstieg von Pneumonietoten in den Jahren zwischen 2000 und 2017 extrem angestiegen. Und das liegt an der Umweltverschmutzung, liebe Freunde. Das ist das Problem, warum in Italien immer mehr Leute an Pneumonie sterben und natürlich in einer Erkältungswelle auch. Und hätten wir eine stärkere Grippewelle oder wenn wir eine starke Grippewelle haben, dann sind diese Daten ganz genau so. Und hier, vielen, vielen Dank für diesen Link. Ich kannte ihn nicht. Es ist quasi das Pendant zum RKI, es ist sogar offensichtlich mit derselben Vorlage erstellt, speziell für Deutschland. Und hier diese Ecke hier unten, die ist wirklich interessant. Das sind nämlich neue Covid-19-Fälle, neue bestätigte Fälle. Und hier zeichnet sich eigentlich ein rasanter Rückgang aus. Und das liegt nicht an den Isolationsmaßnahmen, sondern das liegt ganz einfach daran, dass es ja eine Grippeerkrankung ist. Es ist auch egal, woran es liegt. Es gibt keinen Grund zur Panik. Es gibt keinen Grund zur Panik und es gibt keinen Grund, bis zum 19.04. die gesamte Weltwirtschaft oder erstmal Deutschland lahmzulegen. Dann wird immer wieder gesagt, die Krankenhaus, alle sind überarbeitet, es gibt keine Betten mehr, die Menschen kämpfen um das Leben der Patienten. Das tun sie jeden Tag. Auch gerade bei den Grippepatienten tun sie das. Das hier ist die Internetseite der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin. Und hier können Sie abfragen, wo Beatmungsbetten frei sind, wenn Sie als Notarzt einen Patienten unterbringen müssen, als Beispiel. Diese Seite war eine Zeit lang nicht erreichbar. Sie ist wieder aufgemacht worden und jetzt können wir hier reingucken und wir können sehen, dass es nicht so gravierend ist, dass nämlich Sie werden sehen, dass die meisten ICUs, Intensive Care Units, also die Intensivstationen, leer sind. Nein, leer sind sie natürlich nicht. Die sind wie immer zu 80% gefüllt, aber wir haben Kapazitäten. Das ist bedrohlich. Und wer glaubt, dass die Bundesregierung die Ausfälle der Arztpraxen übernehmen will, die Ausfälle der Krankenhäuser, alle Arbeitgeber entschädigt, bei denen sie nach dem Infektionsschutzgesetz dazu verpflichtet sind, die Ausfälle der Einnahmen im Einzelhandel. Das gibt eine Insolvenzwelle, wenn hier nicht ganz schnell reagiert wird. Das sind unglaubliche Zahlen, die hier jeden Tag an Geldern verloren gehen. Hier gehen Existenzen kaputt, hier gehen Arbeitsplätze kaputt, das schafft soziale Schieflagen. Ihr wart vorgewarnt. Ich sage gleich nochmal, wie das vorgewarnt war. Und lieber Jens Spahn, Schutzausrüstung notfalls beschlagnahmen. Schutzausrüstung müsste notfalls vorrätig sein. Das ist Ihr Job als Gesundheitsminister, dafür zu sorgen, dass wir nicht in so eine Lage kommen.
dass wir keine Desinfektionsmittel haben, dass der Chef der KV Rheinland-Pfalz gestern sagt, dass er die Versorgung nicht aufrechthalten kann. Das ist die Realität. Das wäre Ihre Aufgabe gewesen. Sie sind kein Held. Sie sind nicht der, der die Welt rettet, sondern Sie haben Ihre Hausaufgaben nicht gemacht. Es tut mir leid, das zu sagen. Sie haben stattdessen dieses Drehbuch gelesen, aber nicht richtig. Dieses Drehbuch ist die Risikoanalyse des Bevölkerungsschutzes des Bundes. Und dort gab es 2012 auf Antrag der Bundesregierung ein Szenario, was man sich ausgedacht hat. Und das ist Stand 10.12.2012. Und hier wurde auch auf SARS-Corona eingegangen. Man hatte sich verschiedene Erreger ausgesucht und ausgerechnet diesen für richtig befunden. Und alles, was Herr Spahn und seine Menschen, Täter, keine Ahnung, in der Presse so Veröffentlichung basiert genau auf diesem Horrorszenario, was extra erstellt wurde, um Ihnen, lieber Herr Gesundheitsminister, Pläne in die Hand zu geben, damit Sie für so einen Fall Vorsorge treffen können. Vorsorge treffen können für einen Schadensfall, der mit einer Wahrscheinlichkeit statistisch einmal in einem Zeitraum von 100 bis 1000 Jahren auftritt. Dieser Fall ist noch nicht da. Das ist nämlich nicht dieser Virus, auch wenn Sie sich den gleichen rausgesucht hatten. Bitte lernen Sie aus diesem Fehler, beenden Sie diese Maßnahmen und gucken Sie, dass Sie sich vorbereiten für den Ernstfall. Den wird es wahrscheinlich irgendwann geben. Im Moment ist er nicht da. Und der Experte, der mir hier tatsächlich am zuverlässigsten erscheint, Herr Professor Bakhti, das ist jemand, dessen Argumente gehört werden sollten. Und die sollten auch offen von Politikern wie von Ihnen erklärt werden, warum das bitte nicht stimmt, was dieser anerkannte internationale Experte zu diesem Thema denkt. Es denken langsam immer mehr Leute offen über diese Sache nach. Es sind nicht mehr einzelne Ärzte, die sich darüber aufregen. Es werden mehr. Ich erhalte jeden Tag dankbare E-Mails von Ärzten und die Frage, ob sie meine Videos auf ihrer Webseite verlinken dürfen. Ja, klar dürfen sie das. Ich bin bestürzt, wie viele sich bei mir melden. Und hier sagt der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, das ist eher eine mediale Infektion als eine realmedizinische. Die Menschen sterben nicht an diesem Virus. Die Menschen sterben an einer Erkältung, weil sie alt sind, weil sie krank sind, weil sie Vorerkrankungen haben. Es trifft wie immer alte und junge Menschen im üblichen, typischen Verhältnis wie in der normalen Sterbestatistik. Und ein wichtiger Risikofaktor ist hier das Rauchen, das bei jedem Atemwegsinfekt und überhaupt auch bei der koronaren Herzkrankheit, den Krebserkrankungen und den Pneumonien eine maßgebliche Rolle spielt. Mit 7,1 Millionen Mitbürgerinnen und Mitbürgern. Vielleicht hören Sie einfach bei der Gelegenheit auf zu rauchen, wenn Sie auf den Tag gewartet haben, der Ihnen einen Grund bietet, aufzuhören mit dem Rauchen. Hier ist er. Hier haben Sie die Gelegenheit, mit dem Rauchen aufzuhören. Und Sie können sich da gerne gegenseitig solidarisieren und helfen. Die Presse und das Internet schafft Horrorszenarien, die Krankenhäuser zum Kollaps gebracht haben, in Italien und in China. Nicht das Virus. Und sie sollten helfen und auch die lieben Politiker sollten helfen und sollten ihren Fehler einsehen und sollten diese Horrorszenarien runterschrauben. Und ich schließe mich den Kollegen Wodak, Grönlein, Bakhti an und sage, hören Sie auf mit der Testerei, Sie schaffen eine Laborepidemie. Das ist keine reale Epidemie. Lernen Sie aus diesen Fehlern, lernen Sie Vorräte anzulegen von Dingen, die wir brauchen. In Deutschland ist das offensichtlich Toilettenpapier. Ich hätte lieber immer ausreichend Desinfektionsmittel für alles, Noroviren, Typhus, Cholera, keine Ahnung, es gibt tausend Infektionskrankheiten, Denguefieber, Ebola, Sachen, die wir noch gar nicht kennen, die absolut tödlich sein können, und schaffen Sie für sowas Voraussetzungen. Sie hatten schon genug Zeit dafür. Und wenn Sie konsequent sind, räumen Sie Ihren Fehler ein
schönen Sonntag.